Ja, dann darf ich Sie, liebe Medienvertreter und die VIP-Gäste, zur Pressekonferenz nach dem 32. Spieltag begrüßen, an dem der SSV Jahn vor 4.300 Zuschauern 1:1 gegen den VfL Osnabrück gespielt hat. Ich begrüße bei mir auch die beiden Cheftrainer, Mike Walpurgis und Christian Brandt, und bitte den Gästetrainer um seine Analyse zum heutigen Spiel. Ja, schönen guten Tag. Ja, ich denke, wir haben insgesamt eine sehr interessante Partie gesehen. Ich glaube, dass wir über 60 Minuten, in den ersten 60 Minuten, die klar besseren Tormöglichkeiten hatten, die wir sicherlich auch besser verwerten müssen, als wir das getan hatten, vor allen Dingen in der Vielzahl und in der Summe. Da war sicherlich dann auch der beste Spieler der Torwart von Jahn Regensburg zu dem Zeitpunkt. Und in den letzten 30 Minuten haben wir natürlich eine komplett offene Partie gehabt. Beide Mannschaften mit offenem Visier gespielt, beide Teams wollten gewinnen, beide nach vorne gespielt, beide ihre Möglichkeiten gehabt. Da kann natürlich auch zum Schluss noch alles passieren. Da können wir noch 2-1 gewinnen, können genauso 2-1 verlieren. Letztlich ist es natürlich für uns ärgerlich, wenn man so ein Spiel analysiert und hat so viele Tormöglichkeiten, dass man dann nur mit einem Punkt nach Hause fährt. Aber wir müssen auch sagen, dass wir nach dem 0-1 einfach dann vom 6. in den 1. Gang geschaltet haben. Das reicht dann nicht da. Da müssen wir als Mannschaft weitermachen. Und dann ist es klar, dass nach dem 1-1 der Gegner dann auch nochmal neuen Mut schöpft und auch nochmal richtig gut nach vorne spielt. Regensburg hat ja nun auch die letzten Heimspiele in der Klasse gespielt. Und dementsprechend war es dann auch sicherlich für die Zuschauer eine interessante Partie. Als Trainer wird man dann natürlich auch zwischendurch immer wieder verrückt. Ich denke, das geht meinem Kollegen genauso. Vielen Dank. Vielen Dank, Mike Walpurgis. Ja, Christian, dein Statement zu dem sicherlich turbulenten Spiel heute. Ja, also erstmal Glückwunsch an den VfL Osnabrück. Die haben ja wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Also das war eine der Mannschaften, wo ich sage, Hut ab. Die haben es hier wirklich gut gespielt, auch über weite Teile des Spiels. Und der Kollege hat es gesagt, der Richard Strebinger hat uns lange im Spiel gehalten. Und wir haben dann erst nach dem 0-1 haben wir so richtig ins Spiel gefunden. Man sieht jetzt auch in der Phase natürlich, da braucht man Männer ohne Nerven. Also gerade auf unserer Seite, Osnabrück, das war schönes Wetter, 22 Grad. Die spielen ja eigentlich nur, um sich gut zu präsentieren, das hat man gesehen. Die haben befreit aufgespielt, die haben es gut gespielt. Und bei meinen Jungs ist es natürlich so, wenn man Tabellenletzter ist und man muss jedes Spiel gewinnen, dann spielen die Nerven natürlich auch ein Stück weit mit. Aber dafür haben sie es gut gemacht. Sie haben nie aufgehört, daran zu glauben, einen Treffer zu erzielen oder erzielen zu können, beziehungsweise auch das Spiel eventuell gewinnen zu können. Am Ende war das dann in Ordnung und es gibt Spiele, wo man einfach auch mit einem 1-1 oder mit einer Punkteteilung leben kann. Das ist bei mir heute der Fall. Und es ist ja auch klar, wir wollen jedes Spiel gewinnen und wir müssen jedes Spiel in unserer Situation gewinnen, aber jeder Gegner muss auch erstmal bespielt werden. Und wenn so ein Gegner wie heute herkommt, dann habe ich überhaupt kein Problem damit, dass das Spiel 1-1 ausgeht. Vielen Dank, Christian. Dann bitte ich um die Fragen der Journalisten und um kurzes Handzeichen, damit wir das Mikro weit erreichen können. Und den Anfang machen wir wie immer bei Heinz Reichenwalder von der Mittelbayerischen Zeitung. Julia, das Mikro. Christian, was hast du deiner Mannschaft jetzt gesagt in der Kabine? Ja, ich habe ihm gesagt, dass jetzt natürlich die heiße Phase anfängt mit 6 verbleibenden Spielen. Wir spielen noch gegen Mainz. Groß-Asbach hat auswärts gewonnen. Die sind sicherlich jetzt ein Stück weit auch mal weg von uns. Es wird bei 4 Mannschaften bleiben, die 3 Abstiegsplätze unter sich ausmachen. Und auch das, was ich vorhin gesagt habe, wir dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren. Wir müssen sehen, dass wir da konzentriert weiterarbeiten, so wie die Jungs das gemacht haben, dass wir die richtige Balance zwischen Anspannung und Entspannung finden. Und die Jungs haben ja alles rausgehauen. Die sind natürlich enttäuscht, weil sie auch wissen, dass uns Siege am weitesten helfen. Aber ich bin auch überhaupt nicht unzufrieden. Also es war so ein Spiel, wo der Gegner einfach auch gut war. Das muss man akzeptieren. Und ich fand, wir haben mit dem Ausgleichstreffer haben wir gezeigt, dass wir weiterhin da sind. Und mehr war heute einfach auch nicht drin. Ich habe ein bisschen beobachtet, im ersten Durchgang aus der Jacke ausgezogen. Ist das so warm geworden wegen dem Wetter oder so warm geworden, weil Osnabrück ganz klar den Ton angegeben hat und einen Haufen Chancen hatte? Nö, mir war einfach warm. Hier scheint ja nicht so oft die Sonne. Und dann war mir warm, deswegen habe ich die Jacke ausgezogen. Hast du ja auch gemacht, Heinz. Nee. Darum ist es wie ein Spülbaum.
Na, passt schon. Durch den Gnoll raus, den Marvin Gnoll, war das analog seines Fehlers zum 0:1? Nein, überhaupt nicht. Ich fand, das ist auch das, was ich den Jungs immer sage. Sie dürfen so viele Fehler machen, wie sie wollen. Entscheidend ist für mich einfach die Reaktion nach so einer, nach so einem Fauxpas oder nach so einem Fehler. Und ich fand, da hat der Marvin ausgezeichnet reagiert. Er hat sich wieder reingekämpft in das Spiel, hat dann auch weiter nach vorne gespielt. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass ich da offensiv nochmal was machen musste. Und das Spiel hat Kraft gekostet und deswegen habe ich den Marvin rausgenommen. Okay. Gestern in Herrn Walburgis und uns allen einen Strebinger überragend. Ja, sicher. Also der Richard war wirklich richtig, richtig gut und ich hatte eigentlich fast schon die Hoffnung, dass er unbesiegbar ist, also heute. Aber den konnte er dann tatsächlich auch nicht mehr halten. Herzlichen Dank. Gerne. Vielen Dank, Heinz. Jetzt weitere Fragen. Kollege aus Osnabrück. Ja, eine Frage an Herrn Walburgis. Ich steige mal beim Kollegen ein. Nach dem 1:1 haben Sie auch ausgewechselt, so viel Schal rausgenommen. Hatte das auch was oder hatte das was mit dem Gegentreffer zu tun? Genau wie mein Kollege sagt, hatte auch nichts mit dem Gegentreffer zu tun. Es war so, dass er schon gelb vorbelastet war und auch noch ein Foulspiel gemacht hatte und wir einfach auch kein Risiko gehen wollten und wir natürlich jetzt auch weiter Spielern wie Simon Tüting natürlich auch die Möglichkeit geben wollen, jetzt Spielpraxis zu sammeln, einfach noch stärker zu werden. Gibt es weitere Fragen? Ist nicht der Fall, dann habe ich noch die anderen Ergebnisse für Sie. Holstein Kiel schlägt Mainz 2 mit 1:0. Preußen Münster verliert gegen Chemnitz mit 2:3. Rostock schlägt die Stuttgarter Kickers mit 1:0. Cottbus und Köln trennen sich 1:1 unentschieden. Erfurt verliert gegen Halle mit 1:2. Wien Wiesbaden verliert gegen Sonnenhof Groß-Asbach, wie gerade gehört, mit 0:1. Und Dynamo Dresden schlägt Arminia Bielefeld mit 2:0. Unsere nächsten Partien sind in einer Woche in Groß-Asbach und in zwei Wochen sehen wir uns dann gegen den direkten Konkurrenten Mainz 2 hier wieder. Ich wünsche allen noch ein schönes Wochenende und den Gästen eine gute Heimreise.